Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Final Fantasy 2 auf dem NES. Die deutsche Übersetzung von dem Phoenix Down, ansässig von den bei den Star Trends. Gibt es die überhaupt noch? Herr Kill Bill 158. Na ja, kann ich das sagen. Und zwar Cyrix. Man hört jedes Mal, wenn du auf deinem Laptop rumtrommelst, ey. Ja, ja. Und zwar der Cyrix. Nee, Member, nochmal. Kryox ist ja der Admin, und mit dem habe ich ungefähr vor einem Jahr geredet. Und er meinte zwar, ist nichts mehr los auf der Seite an sich, aber im Hintergrund arbeitet er noch an seinem Titel. Und zwar, was macht der Kleine nochmal? Oh, mit Trillsperre halten. An Ortsbattle und an Ortsbattle arbeitet er noch. Aber hat er selber mir gesagt, also selbst sehr sporadisch. Ansonsten ist ja der Predator von den Leuten, ist ja bei uns mit auf dem Board. Der Typi hat ja gar nichts in der Hand, der Trottel. Ja, und die anderen sind mittlerweile offline gegangen, sag ich jetzt einfach mal. Außer Tauwasser, mit dem ist schon mal in Kontakt reden. Tauwasser soll angeblich noch ein bisschen was machen, aber kam ich noch nicht dazu, den irgendwie zu kontaktieren. So. Ansonsten Star Trek ist im Großen und Ganzen ein bisschen tot, kann man sagen. Achso, Sephiroth ist ja auch bei uns, also der Mephisto dort. Aber ansonsten ist Star Trek im Grunde tot, wenn man es so genau will. Aber nicht wirklich, also der Admin, die Seite ist ja auch noch online. Man kann die Seite also ist im Moment sozusagen einfach nicht aktiv. Ja, genau. Also star-trends.net kann man es erreichen. Ja, ansonsten, wenn man ja auch aktuelle Projekte ein bisschen mal reingucken möchte und so und mal die Patches runterladen will vielleicht, da kann man auch an snesprojects.de gehen, ne? snes-projects.de. Genau. Ja, das ist ja auch nochmal alles gelistet, ja. Ansonsten, wer es so sehen will wie früher und so, dann geht halt mal dahin und so. Die ist auch online, wie gesagt, der Admin, wie gesagt, lebt noch und der macht auch noch so ein Zeug. Aber es ist wirklich, jeder ist da mehr oder weniger offline, mehr oder weniger. Haben Besseres zu tun, sozusagen. Oder ist Interesse vielleicht von... Ja, die haben Real Life. Ja, genau. Ich meine, das war das letzte Post, kommt 30.09.2009 vom Spray. Oh, ist gleich tot. Und 2009 sagt ja alles in der letzten. Das ist 5 Jahre jetzt her, du. So, deswegen ist nicht schlimm. Ich meine, die haben ihr Zeug gemacht, die haben einiges übersetzt, definitiv. Die haben 8 Gameboy-Spiele, 16 NES-Spiele, 8 SNES-Spiele, ein Game Gear-Spiel, 4 Master System-Spiele, ein Mega Drive-Spiel übersetzt. Und ich denke mal, das ist doch schon eine ganz schöne Stückzahl. Das haben, glaube ich, nicht mal wir so viele Spiele übersetzt. Also von der Seite her haben sie ordentlich was gemacht. Wobei, die haben auch verschiedene Translator gehabt. Das war jetzt nicht nur einer, der das gemacht hat oder so, ne? Ja, das ist natürlich, wie es halt immer so ist, wenn es schon so einen Namen hat, ist es natürlich ein Team, ne? Kann man das eigentlich so sagen, jetzt die Spiele, die bei den SNS Projects da übersetzt werden, würde man dann sagen, jetzt wie dieses hier, die Übersetzung ist von Star Trends, würde man dann sagen, die Übersetzung ist von SNS Projects? Sagt man das so, oder... Ja, wir haben das ja bei uns so geregelt, dass quasi die Community-Arbeit quasi, die heißt dann SNS Projects und alles, was jetzt speziell gemacht worden ist, nur von einem ganz speziell übersetzt alleine wurde, da schreibt man dann halt auch in Kill Bill oder... Also immer wenn es mehrere gemacht haben sozusagen, okay. Sobald es mehrere gemacht haben, wird Gruppe genannt, richtig. Sobald es einer gemacht wird, wird eigentlich... Wobei früher wurde generell Gruppe genannt, weil früher war es ja geil drauf, in der Gruppe aufgenommen zu werden, weil da gab es ja kein Google und sowas, also... So diesen AOL-Search oder wie es hieß, was hat man da damals gesucht? Ich weiß gar nicht. Wie ist denn der Sucher da? Naja, auf jeden Fall gab es sowas nicht in der Formgeräte. Und da warst du quasi darauf angewiesen, von der Webseite rechts so ein Verweis auf deine Seite. Also du hast quasi, warst geil drauf, dass jemand auf seine Seite so einen Link zu deiner Seite postet. Möglichst natürlich auf eine große Seite, wo jeder drauf guckt. Deswegen konntest du damals zwar Übersetzer sein, hast auch deine Webseite, hast deine ganzen Patches hochgeladen. Ganz toll gemacht, aber keine Sau hat gewusst, dass du da existierst. Und somit hat dich auch keiner besucht. Und deswegen warst du dann natürlich auch pisch drauf auf die größten, weil G-Trends war damals, G-Trends und Star-Trends waren die größten definitiv. Wobei aus G-Trends ja Star-Trends teilweise gebildet worden ist. Ja, du hast mir die Geschichte schon mal selber ein bisschen so erläutert, ne? Ja, genau. Genau. Und deswegen war das alles. Tut mir leid, ich musste dich jetzt gerade. Ihr wartet angegriffen! Ja. Nein! Oh, toll. Zombie-Apokalypse. Lypse. Naja, und dann war es halt so, dass quasi die Leute natürlich die Patches erstellt haben,
logischen Link zu seiner Seite haben, also zu der eigenen Seite haben wollte, und dann waren die natürlich drauf erpicht, wie gesagt, dass die quasi auf ihrer Startseite irgendeinen Link zu ihrer Seite machen, sodass die Leute dort draufklicken und sehen, ah, da gibt es auch noch Patches. Da haben die meistens gesagt, ja, okay, machen wir entweder, oder meistens hieß es dann, okay, können wir einfach mit unserer Gruppe und schon haben wir die Sachen. Das ist auch so ein bisschen wie mit den Top-Listen. Die gab es ja auch eine ganze Weile, Top-Listen für alle mögliche Art von Seiten, wo dann im Prinzip eine Linksammlung, und dann bei den Top-Listen war es natürlich noch so, da konnte man mehr oder minder dafür voten, dann zu sagen, bla, ne, die Seiten, also die sind cool, gebe ich mal meinen Daumen hoch heute. Wie es bei Facebook im Prinzip heute ist, gibst du einen Daumen hoch. Ne? Ja. Jetzt muss ich immer Medizin verwenden. Auf unseren armen, blinden Glatzkopf. Oh, das geht gar nicht. Ja. Nee, also deswegen schon ganz coole Sache. Und dann kam es halt auch zu den Gruppen. Ne? Ah, dann hast du halt selber gut zu wissen. Leute, merkt euch, wenn ihr blind seid, benutzt Tränen. Ja, logisch, das ist Augentropfen. Na, wahrscheinlich. Egal. Das wurde auch damals übersetzt. Ich weiß schon, Tränen gab es ja auch schon bei Mystic Quest und so. Voll der Rotz. Naja, auf jeden Fall, also nicht Music Quest, sondern Träne, finde ich sinnfreie Übersetzung. Ist ja so, dass quasi damals auch alles anders war, auch mit Internet und so. Ja, ne, damals. Oh, mit Trillschild, cool. Naja, genau, jetzt kriegen wir es, ne? Jetzt kriegen wir es noch reingeworfen. Müssen, mal gucken, wie geben wir das fucking Schild? Der hat schon ein Schild. Guy hat bestimmt auch ein. Ne, er hat noch kein Schild, der kriegt. Ja, mit den zwei Schwertern, ne? War doch irgendwie, was wir gesagt haben, auch voll kack, ne? Ja, nee, das ist, wenn die beide Hände benutzen, geht der Angriff einfach runter. Weil wenn der jetzt hier, guck mal, der hat jetzt ein Mithril-Schwert in der Hand, und dem gebe ich jetzt mal, der hat jetzt Angriff von 33, Abwehr von 4, und dem gebe ich jetzt das kleine Schild, pep, Angriff runter und Abwehr 1 hoch. Nee, Abwehr gar nichts hoch. Ja, genau. Na, jetzt einfach, weil er nicht mehr so wendig ist, kann er nicht mehr so gerade angreifen, ist... auch ganz logisch eigentlich. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier das Ahnenschwert überhaupt bringt, wa? Statt dem Mithril-Schwert geben wir den jetzt mal das Ahnenschwert. 27 auf 32 hoch. Das macht ordentlich, du. Krasse Wurst. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ordentlich Power in dieser Krise. Ja, schöne Sache, Peter. So. Okay. Back to topic. Leute, wir sind jetzt hier übrigens in so einer Höhle im Eisfeld, ne? Deswegen haben wir Joseph dabei, der jetzt ja schon wieder auf halb tot ist. Joseph! Unser kleiner Dümmling. Der hat uns seinen tollen Schlitten geliehen. Korrekt. Und jedenfalls, Joseph. Den wir erst holen mussten. Den wir erst kompliziert holen mussten. Der hat uns dann mit seinem Schlitten, hat er uns dann hier reingebracht und hat dann gesagt: Jo, hier ist hier drin eine Glocke sind. Weißt du? Hier ist die Mondglocke. Deswegen suchen wir jetzt hier drin nach der Mondglocke. Richtig, weil die ist so ultra krass versteckt, ne? So, ich glaube, ich war jetzt so ziemlich überall, du. Ja, die ist auch versteckt, ne? Soll ich mal vorsichtig. So, die ist versteckt. Das ja, klar. Gleich links vom Eingang findet ihr auffällig, außerdem haben wir schon die Gegner. Tretet durch die Tür im östlichen Teil des Levels und ihr erreicht einen Raum mit niedlichen, mock-ähnlichen Kreaturen. Ne, wir sind keine mock-ähnlichen Kreaturen, wir sind Zombies. Oh. Das Ahnenschwert und ein Mithril-Schild haben wir. Tretet durch die Tür im östlichen Teil des Levels. Aha, östlichen Teil des Levels. Ich bin mal gespannt, ob wir da heute noch ankommen. Bei dem. Im östlichen Teil? Im östlichen Teil, warte, ich geh jetzt hier nach Osten. Weißt du, Osten ist eine Tür, aber die ist doch bestimmt verschlossen. Nee. Ach so, meinst du, dass die offen ist? Ich bin einfach nämlich stur dran vorbeigelaufen, weil ich dachte, die ist zu. Ja, die ist open. Aber jetzt ist das Geile, ne? Dieser Guy hier. Der kann ja mit. Der Guy. Der kann mit den Mocs da reden. Oder Mock-ähnlichen Tieren. Weil der Guy kann mit Tieren reden. Wow. Mondglocke. Ja. What? Nee, geht doch gar nicht, oder? Ja, mach mal. Mondglocke im Grunde. Ja, dann machen die nur Fragezeichen. Ja, und du musst eben mit dem Guy mit dem reden. Du musst auch noch einen Helden ausrüsten. Echt? Wo mache ich das? Ja. Team. Hier drin? Ja. Von oben nach unten. Kannst du das wechseln? Nee. Ja, der Guy kann nämlich mit Tieren reden. Mit Tierrennen reden. Kann er nicht. Das ist nichts. Ich kann Guy nicht wählen. Dann red mal. Ja, komisch, dann red trotzdem mal mit ihnen. Vielleicht kommt dann auch immer was an. Objekt. Ja, kriegst du einen Knoblauch. Guck mal, da oben, der steht da noch still rum. Das ist bestimmt ja so ein Typi. Ah ja. Da.
siehst du. Ja. Ich Gau, Wau, Gau! Ich verstehe ihn! Mondglocke. Ja, also hinter der rechten Wand ist ein geheimer Gang. Hinter der rechten Wand ist ein geheimer Gang. Kannst du aber was anderes wählen? Mal gucken, vielleicht sagen wir es mal schon. Feuer. Wut. Zerstörer. Wut. Luftschiff. Wut. Mithril. Wut. Und Windrose. Wut. Okay, ganz klar. Okay, manchmal. Hinter der rechten Wand. Gerade die Königin. Das ist doch auch krasse Wurst, ey. Krasse Wurst. Und der Guy, der mit den Tieren reden kann, ne? Das weißt du ja gar nicht. Der hat ja nochmal Cameo-Auftritte. Nee, Quatsch, der hat richtige Auftritte. In anderen Final Fantasy Teilen. Okay. Zum Beispiel im sechsten Teil. Oh. Und der kann auch wieder mit Tieren reden und kann sogar als Erneuerung sogar die Fähigkeiten der Tiere lernen. Und die dann selber einsetzen. Hä? Also der Tiere. Also das ist sozusagen der Gegner, Beastmaster. Der Beastmaster, ja, weil der kann auch. Die Gegner kann er dann quasi die Technik. Was ist da unten? Da ist ein Gegner, oder was? Nee, das ist ein Chewbacca. Ein Alpaka. Ein Alpaka. Nee, wie heißen die Dinger, die von Star Wars, die kleinen Dinger? Wookie. Die Wookies, genau. Meinst du die jetzt wirklich? Okay. Ja, du meinst. Da gibt's ein Buch, das heißt. Sprich wie ein Wookie. Ja, und da stehen dann, das ist wie so ein Reise-Lexikon für Wookie-Sprache, und da stehen dann so eine Sache drin wie, was dann bedeutet, ich glaube, bitte flieg nicht so schnell, ich werde schnell seekrank oder sowas. Cool, da gibt's eine Truhe mit einer Silberrüstung drin. Na, sowas aber auch. Lest die Tafel. Die zieht jetzt erstmal die fucking Rüstung an. Nein! Ja, zieh die Rüstung an, weil. Und dann ganz zum Schluss lese die Tafel. So geil, der ist nämlich echt schwach. Ja, genau. Und lade dich vorher bitte nochmal auf und rüste dich mal aus, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich mehr bringt. Hier, warte mal. Silber, Zubitrill 20, 20. Bringt nix. Dann kriegt das jetzt Joseph. Der hat nämlich hier noch Lederzeugs an. Zack, Mann. Scheiße. Und dann reden wir mit dem Wookie vorher. Ne, ich muss jetzt erstmal noch Marquis benutzen. Jetzt kann Guy mal ein bisschen Heilung wirken auf sich selbst. Ja, mach's mal fresh. Schade, dass es hier noch nicht das Jobsystem gibt, so richtig, ha? Huh? Ich wüsste gerne, ob das für einen Job wäre. Ja, Monk wäre da bestimmt. Monk? Der Joseph. Der Monk. Der Guy wäre auf jeden Fall der Beastmaster. Und Maria ist definitiv Zauberin. Und der Vierer ist der Stabmeister. Na, ja, einfach nur ein Kämpfer halt. So, okay. Dann komm mal her, du kleiner Wookie. Warte, ich muss jetzt hier erstmal die kleinen Typis hier platt hämmern. It's Hammer Time! So, jetzt. Guten Tag. Es ist Hammer Time, bitte. Es ist der Wächter der Mondglocke. Oh Gott. Oh, es ist der Wächter der Mondglocke. Adamantai, aber wir hatten im ersten Part ja schon mal so ein Ding und den haben wir mit was angegriffen. Richtig, dann machen wir das auch bei dem. Klingt komisch, ist aber so. Nee, nicht Fluchtmann! Marquis. Marquis-Eis. Ja, also Eis soll wohl ganz cool helfen bei dem Adam. Ja, aber der ist doch eine Eishöhle, da kann doch Eis nicht helfen. Ja, genau auf das kommst du ja eben nicht, genau, das ist ja der Trick. Fehl. Ja, guter Trick, oder? Du hättest nie Eisbrin eingesetzt, jo. 90 HP, genau, das ist nicht wenig. Jetzt, Guy, der haut ihn jetzt mal. 0 HP, krasse Wurst, Alter. Boah, haben wir jetzt hier zum Ende des Parts nochmal einen übelsten Bossfight, ja. Ja, der dauert nicht lang. Obwohl, ja, nee, warte mal, nee, den machen wir schon noch durch, dann machen wir Ende. Eisattacke. Denn wir sind Eisattacke. Kann man mit dem noch was machen? Ja, der was heil. Kampf. Und da haben wir uns definitiv ganz fest vorgenommen, den Teil zu Ende zu spielen, weil es einfach noch gar keiner gemacht hat. Muss mich festhalten, es ist so spannend, dieser Kampf. Supertreffer, 28, yo. Oh, Supertreffer, wie geil. Schon echt krass, ja. Krasse Wurst. Flummi. 102. Ach, du bist ja. Wie war das? Die lernen immer mit der Technik dazu, ne, wenn die das einsetzen. Ja. Man merkt es gerade. Die ziehen schon mehr, viel mehr. Eis. Okay. Eis. Eis. Dim, 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 dim.
Das ist so spannend. 58, Tatsache, jetzt wollen wir jeden Mal mehr, ja? Sag doch. Also, yeah! Amachanda ist kaputt gegangen. Amachanda. Firion MP ab, Guy Witt ab, Joseph LP ab. Der heißt Adamantai. 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 Etwas ist hinter der Wand verborgen. Ich möchte mit der Wand reden. Mach das mal. Kommt nämlich der nächste Boss. Okay, der Part ist nicht vorbei, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschaußen.